Jo Leute, was geht ab? Ihr am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute machen wir mal wirklich was ganz Besonderes. Da gucken wir jetzt heute mal die wohl krassesten Gaming-Zimmer also der Welt an. Also heute mal wirklich jetzt. Heute ich sag's bei jedem Video, aber heute ist wirklich was Besonderes. Nein, wir gucken uns wirklich krasse Sachen an. Genau. Meine Finger riechen richtig gut. Die riechen einfach gut. Das haben die wenigsten Leute, gut riechende Finger. Kann man auch mal einen Daumen hoch da lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, ist das gerade oder wie im Digga? Die riechen wirklich gut. Ja, es interessiert keinen, wie deine Finger riechen, Junge. Auf jeden Fall, Leute, wir gucken uns, wie gesagt, Gaming-Setups an. Wir haben heute ein paar normale Setups dabei, aber auch ein paar Gaming-Setups, wo ihr euch denkt, Bruder, die wahrscheinlich auch teurer waren als mein ganzes Haus. Deswegen labern wir nicht lang drum herum. Hat ja leider Gottes nicht jeder von Red Bull ein Gaming-Zimmer bekommen, ne? Ich habe das nur von Red Bull noch überarbeitet bekommen, sage ich mal, ne? Wir fangen an mit dem ersten Gaming-Setup und let's go, Leute. Schreibt bei dir mal in die Kommentare, was ihr am krassen findet. Okay. Und let's... Boah, Digga. Sieht schon krank aus. Boah, Bro, ist mir zu viel LED, oh, warte mal ganz kurz. Oh, Digga, ey, einfach Standard-Skill Klinik. Ich wollte gerade sagen. Einfach, hä? Warte mal. Ist das Philipp? Der Tisch ist Safe-Call von Stani. Genau denselben an Standard-Skill. Diese Absorber. Ja, ganz unten rechts. Das ist das von Philipp, Bro. Das ist nicht Philipp sein Zimmer. Nein, safe nicht. Aber das sieht doch genauso aus, oder? Philipp, Bruder. Da hat er sich aber irgendwo inspirieren lassen. Ja, oder? Nur Philipp hat nicht nur Gaming-Zimmer gemacht, sondern einfach ein ganzes Haus. Digga, der hat einfach Gaming-Haus gebaut. Aber Alter, ja, also meins ist es nicht. Ist mir zu sauber so. Ich brauche so ein bisschen Schmutz und Müll, weißt du? Ja, dir glaube ich das. Ich mach mal weiter. Ich muss ehrlich sagen, es sieht extrem geil aus, Digga. Ich fühle das ganz. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn es so clean ist und so. Oh, Digga, geil. Mit Plattenspieler und sowas. Ja. Boah, Junge. Gönnt euch diesen Anblick, Digga. Wenn irgendwer von euch weiß, die jetzt an der Wand hängen, diese schwarzen und weißen Dinger, ganz genau die heißen von welcher Marke, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich will die willst du nämlich auch haben, ne? Ja, weißt du, was geil wäre? Ja. Wenn man die anmalen würde wie Minecraft-Blöcke. Wir machen weiter. Okay, PC in der Luft. Ja, oh, der sieht cool billig aus. Nein, Digga. Zwei Grafikkarten RGB da drin. Bro, RGB macht ja nicht einen PC automatisch gut. Schlecht du weißt, aus. Was ein Computer gut macht, ne? Ja. Viele Lüfter. Genau das. Okay, der Hintergrund ist sehr geil. Keine Ahnung. Das Ding ist, der hat jetzt so ein Zimmer und ist aber ultra schlecht im Game. Weißt du, was ich meine? Aber der ist richtig kack. Tastatur und Maus. Okay, ich sag's ehrlich, da wäre mir das zu clean. Da fehlt irgendwie so ein Stream Deck oder Musikboxen oder irgendwas. Digga, der Tisch ist ja komplett Boxen eingelassen. Da ist noch ein Ladepad für ein Handy. Siehst du das? Diese Boxen sind noch hier. Das sind auch kleine Boxen, sag ich mal. Das ist ganz gut. Ja, Bro, ich glaube, da wirst du geistig von, Alter, wenn die ganze Zeit in so einem Lichtraum sitzt. Also ich hab's bei mir ein bisschen gemütlicher, ne? Schön wackeliger Stuhl, der umfällt. An der Stelle blenden wir mal kurz Clip ein. Der hat sogar so ein Headset zum P***o gucken, siehst du das? Digga, wie kann man so viel Scheiße reden wie du? Aber ja, all in all, Leute, ist ein krass. Sag mal von 0 bis 10. 8. Was gibst du? 8 von 10? Ja. Ich sag 9 von 10, das ist schon echt. Dann sag ich 7. Okay, Digga, er grindet hier Battlefield auf Ultra Pro Vision. Der sieht hier alles. Erstens und zweitens, okay, Leute, das sieht echt krank aus. Bro, das ist Battlefield, Battlefield 1, oder? Ja, genau, Battlefield 1 auf Pferden, wer kennt's nicht? Heftig aus. CSGO, yo, mit 3 Monitoren. Das spielst du nicht, das macht keiner, Das macht ja keiner, Digga. Theoretisch hast du einen Main-Monitor in der Mitte. Ey, das ist krank. Ja, aber Stretch Vision ist so eklig, Digga, also das kannst du nicht spielen. So, let's go, weiter geht's mit dem nächsten. Nächste Streamerin am Start. Wie hieß sie, Alissa? Alissa Kulani und ich glaube, ihr Oberteil ist absolut nicht zu klein. Also ich guck nur ins Gesicht. Digga, was heißt das hier schon wieder, hä? Wir spulen mal vor, auch wenn meine Zuschauer mich dafür wahrscheinlich jetzt hassen. Aber let's go. Okay, wir machen mal kurz Pause. Das ist cute, aber Digga, das ist cute. Das ist, ich finde Real Talk, das ist so ein Lady. Guck mal, alles mit pink. Allein pinker Stuhl. Das Mikrofon ist pink. Ich glaube, die Tastatur ist sogar pink, oder? Boah, oder ich weiß, feierst du sowas? Mit Schuhen und Taschen? Ja, wenn es ihr gefällt, ist doch cool. Also ich finde es jetzt nicht hässlich. Das recht oben ist voll der Mini-Monitor nochmal oben rechts, ne? Ja, für zum Streamen halt, ne? Also, wenn sie gut spielt, dann ist es okay. Wenn nicht, dann ist auch okay. Kleiner Joke. Mach mal weiter. Feier ich nicht so. Sie hat einen normalen Ikea-Tisch. Den hatte ich vorher auch. Absolut. Bro, den schlägt man ja durch, Alter. Der ist wirklich, da machst du einmal so, der Tisch ist direkt durch. Sieht sehr Standard aus. Kabelmanagement. Bruder, auf dem Tisch alles komplett voll. Aber sie matcht alles. Sie hat alles in pink. Ja. Pinker Stuhl. Sogar die Kabel. Guck mal, achte mal drauf. Sogar die Kabel sind pink. Okay, Stuhl sieht auf jeden Fall relativ keine Ahnung. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich meine, du musst ja mal überlegen, es hat ja nicht jeder so viel Platz. Ja, das stimmt halt auch. Hier sieht man nochmal die Tastatur und so. Ja, ist schon cool. So fittet auf jeden Fall zum Zimmer. Aber ja. All in all, Digga, ich weiß nicht. Die hat auch abgekaute Fingernägel, habe ich gerade gesehen. So, von 1 bis 10, was sagst du? Ach, eine 4. Ich gebe eine 3, Digga. War schon nothing special. So, Nanoleafs sind cool und so, aber Nanoleafs sind Baba, actually. Nanoleafs machen Bock. Ich wollte mir tatsächlich, in meinem Schlafzimmer habe ich ein paar Nanoleafs drin und ich wollte noch ein paar mehr dazu machen. Ich habe eigentlich überlegt, die ganze Wand voller Nanoleafs zu machen. Ja. Und wenn der Wecker klingelt, sollen die morgen richtig, richtig hell angehen und dann sollen so Gefängnis-Sounds kommen, so Arena-Geräusche, so vom Gulag. Und dann stehe ich so auf direkt mit so Weiter mit dem nächsten Streamer.
So, Leute, nächster YouTuber am Start, und zwar Unbox Therapy. Und die haben wie viel? Ich glaube, 17 Millionen Abonnenten. What the Yo! Fuck, Bro? Digga, was ist das? Mit zwei Beamern. Guck mal, links und rechts ist ein Beamer. Stimmt. Digga, was ist das? Größer als die Kinoleinwand, Bro, oder? Kranke Auflösung, guck mal. Alter, einfach kein Übergang. Man sieht den Strich zwar in der Mitte, aber oh mein Gott, Digga. Crazy. Guck mal im Hintergrund, da siehst du das? Das habe ich schon mal, das habe ich schon mal reviewed. Das haben wir in der letzten Folge gehabt, Leute. Alter, das ist das? Ein Gaming-Stuhl. Da setzt du dich rein. Der ist integriert. Du hast eine Massagensitz. Mit Toilette? Nein, du hast aber... Dann wieder Windel. Du hast eine Sitzkühlung, du hast eine Sitzheizung, du hast alles und drei Monitore und das Ding bewegt sich und du kannst dich damit rumrollen. Ey, man kann damit durch die Innenstadt fahren? Nein. Wie viel PS hat es? Warum bist du in diesem Video? Halt deine Fresse, guck dir die Dinge einfach an. Okay. Okay, sieht sehr, sehr geil aus, aber ist jetzt nicht wirklich ein Setup, ist halt eher so ein Monitor. Das also ganz ehrlich, ich finde das richtig geil, ich würde sagen 2 von 10. Ja, perfekt. Ja, also eins ist ja das Beste, ne? Ja, genau. Du hast das Leben verstanden, Digga. Ja. Na, ich sag auf Real Talk, ich sag 7 von 10. Ja, schon fett. Warte mal ab, bis mein Zimmer unten mal richtig fertig ist, Alter, wirklich. Das wird auch nochmal ganz verrückt. Ist fertig. Nee, es kommen nochmal Sachen dazu. Der Hintergrund wird nochmal anders und sowas. Verrückt. Ich frag mich wer dein Hintergrund, wer kam auf die Idee, da einen Wald hinzumachen? Ich wollte ein bisschen Ruhe haben. Hat nicht funktioniert. Weiter geht's, Leute, mit dem nächsten YouTuber. Und so haben wir hier einen 14-jährigen Pro-Gamer. Der hat überall Fortnite-Pro-Gamer. Hast du gesehen? Er hat 1 Million Abonnenten. Skeptik. Ah, okay, doch, hab ich sogar schon mal gehört. Der hat so über viel... What the... Der ist halt schon 18. Aber auf Real Talk in dem Alter. LOL. Er hat einen Kühlschrank mit Saft. Mit Apfelsaft. Gatorade, Digga. Apfelsaft. Boah, das ist geil. Ich hätte auch gern so Merch-Stuff von Fortnite, Alter. Okay, Kühlschrank ist schon mal fett. Ich habe zum Beispiel auch einen im Zimmer. Ich muss, by the way, ich muss mein Zimmer auch mal zeigen. Mein Gaming-Zimmer ist safe, übertrieben krass. Ich habe hier so ein fettes Setup. By the way, Leute, ich will nur mal kurz anmerken. Ken Revi jetzt schon so lange. Warst du schon jemals irgendwann bei mir? Einmal bei Rock am Ring, Digga. Da habe ich noch bei meiner Mama gewohnt. Guck mal das Video mal weiter. Oh mein Gott. Ey, das, ich wollte so eine unbedingt haben. Bei der Gamescom gab es die, aber ich durfte sie nicht mitnehmen, leider. Der hat die einfach geklaut. Also in dem Alter, Scuff Gaming, Mischpult, alles. Ja, der wird aber auch krank gut sein, ne? Ja, ist Skeptik. Ich glaube, der spielt ja richtig auch krasse Cups mit. Let's go. Jetzt hat der blaue Haare, Bro? Er hat blaue Haare und Setup-mäßig. Digga, ich hätte jetzt mehr erwartet, ne? Ja, aber guck mal, eine Ducky-Tastatur, glaube ich, da und so eine Final-Maus wieder, diese leichten Mäuse da, diese ganz leichten, weißt du? Okay, die Tastatur sieht sehr, sehr geil aus, die Maus sieht auch sehr, sehr geil aus, aber ist generell nicht so clean. Ah, der hat zwei PCs, also guck mal. Krass, okay. Corsair-Tastatur. Streaming ist nur der Streaming, das ist nur der Streaming-Rechner, Bro. Aber auch Alexa und so, ich denke mal, der hat schon ein paar Smart-Home-Sachen. Boah, sieht nicht schlecht aus, was ich gerade mal sehe, Leute, seht ihr das? Der ganze Tisch ist Mauspad, ne? Ja, der ganze Tisch ist einfach Mauspad. Weißt du, was krass ist? Das Haus von außen ist auch Mauspad. Junge, und dem sein Vater ist auch ein riesiges Mauspad. Ja, okay, gut. Okay, Computer. Ja, eine Grafikkarte, lächerlich. Eine GTX 1060? Okay, ist ja, gar nicht so krass. Der spielt Fortnite, Bro, der spielt Fortnite, ne? Ja, trotzdem. Ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet. Dafür, ja, 15.000 Euro, wo sind die hin? Okay, Wasserkühlung hat er am Start. PC ist nicht schlecht, so kann man safe richtig gut mit zocken. Hat noch einen zweiten PC, aber das wird wahrscheinlich der Streaming-PC sein. Aber sehr, sehr geiles Gehäuse. Ist so richtig futuristisch. Aber ja, okay, was sagst du? Ich würde sagen, eine 6 von 10 vielleicht. Ja, ich sage auch 6. 6 von 10. Das sollte passen. Okay, Leute, kommen wir zum letzten YouTuber oder Streamer für heute. Und zwar zum lieben DV. Und ich kenne ihn. Ich weiß nicht mehr, woher ich dich kenne. Ich war auf jeden Fall mal bei dir im Stream. Sieht aus wie du einfach. Oder ich habe ihn vielleicht mal über... Was seid ihr Geschwister? Gemeinde, er ist auf jeden Fall korrekt, Leute. Ich glaube, ich habe den mal beim Streamer überrascht. Irgendwas war... Ich weiß gar nicht mehr, aber egal. Wir gucken mal rein. Und ihr seht schon, Digga, es sieht krank aus. Es sieht krank Bro. Aus. Der hat einfach mehr Monitore als ich. Way wieder Hintergrund. 4 Monitore. Habe ich aber auch, ist wichtig. Stream Deck, 10920 Webcam. Er hat oben ganz viel Schallschutz. Er hat einen sehr, sehr geilen PC. Sehr, sehr viele RGBs drin verbaut. Er hat Tastatur, Maus und Mikrofon. Was hat er für ein Mikro gehabt? Aber müsst ihr mal bei den Leuten genauer. Ich verlinke euch auch mal alle Videos. Müsst ihr da mal genauer abgucken. Aber sieht fresh aus, ne? Das ist schon geil. Er ist deutsch. Nur der PC hat den Wert von 1200. Also ist so gesehen ein Schnäppchen. PC nur 1200 Euro? Bro, weißt du, was das ist? Warte mal, warum hat er alles gratis bekommen? Ich will das wissen. Weil er es günstiger gekauft hat. Das muss irgendeine Frau gewesen sein bei eBay, die das ganze Gaming-Setup von ihrem Mann da reingestellt hat, weil sie sauer ist, dass ihr Mann keine Zeit mehr. Crazy. Krass, Digga. Dann kann man sich sowas auf jeden Fall mal gönnen, Leute. Ich mag den Hintergrund sehr mit dem Taipei. Ja, Mann, das sieht echt geil aus. Klar, die haben halt alle unterschiedliche Farben, aber das ist
Ist egal, Bro. Guck mal, du musst dir bedenken, er ist noch voll jung. Der hat jetzt alles zusammengekauft. Ja. Mega Respekt für den Grind, für den Hustle. Und alleine mal zu sagen, ey, ich kaufe mir auch mal einen Gebrauchtmonitor oder so, finde ich auch schon voll stark. Da voll viele denken sich, nee, die sind dann schlecht oder keine Ahnung. Aber ja, was sagst du? Chillig auf jeden Fall. In den jungen Jahren, Bro, würde ich sagen, auch eine stabile 8, Bro. Also muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn die alle unterschiedliche Farben und sowas haben, stabil, Bro. Grinde weiter. Hoffentlich wirst du big auf Twitch und erfüllst dir deinen Traum. Ja, Digga, ich bin raus. Lukas, ich muss echt dringend auf Toilette. Darf ich vielleicht auch noch was dazu sagen? Leute, das war's von diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe übrigens gesehen in den Analytics, dass nur 50% aller Leute, die die Videos hier gucken, Abonnenten sind. Also lasst da auf jeden Fall gerne mal ein Abo da. Du hast meine Analytics gar nicht. Folgt ihm gerne auf Instagram. AYVD heißt er da. Und ansonsten schaut gerne noch auf der Facebook-Page vorbei. Da kommen auch mal wieder lustige Postings. Wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall im Merch-Store vorbei. Und an der Stelle bin ich raus. Ich bin Revi und muss kacken. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.